Geiler Sound, der Tonemaster Pro von Fender. Den schauen wir uns jetzt im Detail an. Was ist eigentlich der Tonemaster Pro? Fender bezeichnet ihn als Multi-Effects Guitar Workstation. Ich würde sagen, das ist einfach ein cooler Modeling-App. Also FX, Amps, Speaker Simulation mit ordentlich DSP-Power oder ein paar neuen Features. Der Tonemaster Pro kommt bereits ab Werk mit über 100 Presets mit den bekanntesten Sounds aus der Rock- und Pop-Geschichte. Die meisten klingen richtig amtlich, einige finde ich ein bisschen überladen. Aber das Coole ist, man kann das sehr schnell und einfach anpassen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ich zeige euch, wie man eigene Presets erstellt. Man kann den Tonemaster Pro auch komplett mit der Pro Control App über den Rechner bedienen. Wir machen das Ganze aber jetzt live direkt am Gerät. Ich habe hier einen Preset-Regler, ich kann hier durch die Werks-Presets gehen. Ich kann mal kurz welche anspielen. Die Lux Reverb Amp hier. Auf den Tasten sind zum Beispiel Reverb an, aus, Delay oder auch diesen Verzerrer hier. Ich gehe mal hier weiter. Flanger, der ist jetzt so geschaltet, muss ich draufbleiben. Nur als Beispiel, sphärische Sounds, alles möglich. Jimi Hendrix. Der flabbert. Wir machen jetzt ein eigenes Preset. Hier sehen wir jetzt den Signalpfad. Das Instrument, da geht es halt von der Gitarre rein. Und hier geht es wieder raus und dazwischen haben wir jetzt noch nichts drin. Da müssen jetzt Effekte rein, Amps rein und so weiter. Ich gehe hier auf Adblock. Hier sind natürlich alle Fender-Klassiker dabei. Vom Deluxe Reverb, Super Reverb, Twin Reverb, Bassbreaker, die neue Generation, Blues Junior, Vibro King. Hier geht es zur Konkurrenz. Das sind Vox-Kopien, sag ich mal. Dann Boogie, Jazz Chorus, hier die Marshall-Abteilung. Dann Moderna, The Freedman. Und natürlich EVH. EVH ist Eddie Van Halen, der 5150 Amp. Sehr geil übernommen. Okay, ich kann den Amp jetzt einfach austauschen mit Replace. Jeder Regler hier am Amp, in dem Bild hier, entspricht unten am Fußschalter einem Drehregler. Als Beispiel mal Volume. Das kann man jetzt genau sehen. Der Volume bewegt sich. Das ist sozusagen wie im echten Amp. Genauso mit Höhen, Treble oder Reverb. Der Reverb ist Hall. Ganz bekannt sind die Amps ja natürlich auch mit ihrem Tremolo. Das wurde sehr gut nachgebildet. Mir würde jetzt zum Beispiel gefallen, ich mache vor diesem Clean-Kanal oder Clean-Amp einen Kompressor. Dazu wieder Adblock, das Plus hier. Und jetzt gehe ich hier auf Effect, Dynamics plus EQ. Ich nehme mal den Simple Kompressor. So, wichtig wäre jetzt mal zu wissen, wie lege ich den On-Off von diesem Kompressor auf die Fußschalter. Wir haben hier in unserer Leiste wieder Full Switches sein. Gehen wir mal drauf hier. So, angenommen, ich will ihn jetzt mal gleich als erstes haben. Dann geht dieses Fenster auf und jetzt kann ich auswählen, was ich machen möchte. On-Off. Ich will jetzt noch ein Delay haben. Ich nehme das Mono-Delay einfach. So, und schon ist es da.
Das war jetzt der 65er Deluxe Reverb Amp. Ich habe diesen Amp im Original zu Hause stehen und ich bin begeistert, wie nah das wirklich dran ist im Original. Ich wähle wieder ein frisches Preset. Wie vorhin schon, Adblock. Ich gehe jetzt hier auf Half Steps, das sind also Hertz mit Bobsen. Und hier sehen wir schon British 800. Das ist unser schöner JCM 800, den jeder kennt. Ist schon mal ordentlich. Was jetzt sehr wichtig ist für die Modeling-Sachen, finde ich, ist die Boxensimulation. Hier haben wir jetzt einmal, welches Cap das ist, also welche Box. Mikrofon ist ein SM57 dran. Das Mikrofon ist in Achse, also nicht in 45-Grad-Winkel. Low-Cut bei 80 Hertz, passt auf. High-Cut, gut, will ich ein bisschen höher machen. Ich bin hier an der Kante vom Speaker. Das ist die Reihe hier oben. Der müsste jetzt ein bisschen dumpfer sein. Kann ich weiter weggehen? Wir gehen näher ran. Also nochmal, was ich hier mache, ich verschiebe quasi das Mikrofon mehr in die Mitte vom Lautsprecher. Wir können mal ein anderes Mikrofon nehmen. Ich nehme mal ein Bändchenmikro. Das müsste jetzt einiges dumpfer sein. Ich nehme jetzt mal eine andere Box. Hier ist die Greenback, genau. Vor diesem JCM 800 einen Tube Screamer. Ich mache hier jetzt auch wieder ein Delay drauf. Mein Fazit. Der Fender Tonemaster Pro ist ein sehr einfach zu bedienendes Gerät mit überragenden Sounds. Er eignet sich perfekt als Übungsamp, zum Beispiel im Zusammenspiel mit dem Smartphone und Playbacks. Der Tonemaster Pro hat verschiedene In- und Outputs, die perfekt für Studio- und oder Live-Situationen angepasst werden können. Live kann man den Tonemaster Pro, so wie er ist, benutzen. Oder wenn man will, via 4-Kabel-Methode als reines Pedalboard zusammen mit echten Amps verwenden, was das Ganze sehr flexibel macht. Als Live-Musiker, zum Beispiel bei Perpendicular Ian Pace, stehe ich natürlich auf früheren Amps. Deshalb war ich ein bisschen skeptisch, als ich den Tonemaster Pro zum ersten Mal in der Hand hatte. Aber ich muss sagen, ich bin total beeindruckt von der Detailtreue der Models und von der einfachen Bedienung. Also, wer Bock hat, das Teil mal live anzutesten, kann gerne bei Musicline Neu-Ulm vorbeikommen. Ich freue mich auf dich. See you.